Disney hat vor ein bis zwei Jahrzehnten einige Klassiker rausgebracht, welche man bis heute noch kennt. Von solchen langlebigen Klassikern wie Mickey's Clubhouse und DuckTales redet man noch heute. In diesem Video möchte ich eine der klassischen Disney-Serien der 90er Jahre behandeln. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video meinerseits. In diesem Video werde ich über die Cartoon-Serie Der Retter mit den Streifen Chip und Shep, die Ritter des Rechts, oder wie es original genannt wird, Chip und Shep Rescue Ranger reden. Der Cartoon wurde in den Jahren 1989 bis 1990 produziert, und zwar von Disney. Die deutsche Erstausstrahlung am 5. Januar 1991 auf das erste. Es umfasst ganze 3 Staffeln, welche insgesamt 65 Folgen haben. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass die Serie so einen typischen Disney-Flair hat. Wirklich, man weiß irgendwie direkt, dass die Serie von Disney ist, was nicht nur an dem Disney-Logo im Titel liegt oder daran, dass die beiden Nagetiere Chip und Shep schon in älteren Disney-Kurzfilmen zu sehen waren. Die Serie hat einfach so gewisse Elemente, welche es direkt als Disney-Klassiker kennzeichnet. Und diese kann ich gar nicht so genau beschreiben, aber ich habe es direkt gemerkt. Das wirkt sich auch auf den Zeichenstil aus. Dieser ist nämlich genau ähnlich wie bei den anderen Disney-Serien, welche in Verbindung mit Donald, Mickey und Co. stehen. Nur sind die ganzen Nebenfiguren nicht nur Tiere, welche vermenschlicht wurden, sondern man sieht auch sehr viele Menschen, welche alle unterschiedlich gezeichnet sind. Allgemein hat alles so einen 90er Jahre Cartoon-Touch. Das war noch zu den Zeiten, in welches alles von Hand gezeichnet wurde und die Computer noch nicht so weit waren, dass man sie dafür hätte verwenden können. Ich mag den alten Stil viel mehr als einen Teil der neuen Animationsserien. Und es gibt mir direkt Nostalgie-Kicks, welche mich gedanklich wieder meine Kindheit befördert. Das Besondere an der Serie sind die Charaktere. Es geht nicht nur um Chip und Shep, sondern um die gesamte Rettungsgruppe, welche aus insgesamt 5 Mitgliedern besteht. Jeder von ihnen hat einige Merkmale, welche die Rettungsmissionen beeinflussen. Das kann nicht nur positiv sein, sondern auch negativ. Jeder Charakter hat seine Stärken, aber auch Schwächen, welche auch thematisiert werden, was direkt zeigt, dass niemand perfekt ist und niemand alles kann. Jeder hat Talente und Fähigkeiten, welche der Truppe nutzen, und so müssen sie immer wieder zusammenarbeiten, um Gefahren zu überwinden, Gegner zu besiegen und Fälle zu lösen. Chip ist der Anführer der Truppe, welcher sehr viel Grips zeigt und die Truppe anführt. Er wirkt sehr intelligent und weiß oft, wie er die ganze Truppe aus einem Schlamassel rettet. Er ist sehr ehrgeizig und ist sich seiner Aufgabe sehr bewusst, weshalb er auch sehr gewissenhaft ist. Doch das Problem bei ihm ist, dass er so in seine Verpflichtung vertieft ist, dass er nicht wirklich entspannen kann und selbst bei Urlauben nie die Ruhe findet, wenn nicht alles einwandfrei ist. Der Truppe ist er sehr loyal, da er diese nie verlassen hat und immer konsequent die Truppe anführt. Was allerdings dazu geführt hat, dass dieser der Grund war, warum manche Mitglieder die Rettungsgruppe verlassen haben. Der Kleidungsstil von Chip ist an den von Indiana Jones angelehnt. Chip hingegen ist das komplette Gegenteil von Chip. Er ist sehr albern und sieht alles auf der Spaßseite. Er versucht alles mit Humor zu nehmen und lacht sehr viel. Er nimmt vieles nicht ernst, was die Rettungsgruppe oft in Gefahr bringt, weshalb er oft der Grund ist, warum die Truppe immer mehr Schwierigkeiten bekommt. Er ist zudem auch sehr kindisch und ist noch ein Fanatiker von Superhelden, welche er im Fernsehen oft sieht. Er wirkt immer sehr fantasiereich und ihm fällt es nicht schwer, sich komplett in neue Rollen hineinzuarbeiten und kann diese sehr leicht imitieren. Er wird auch oft als dumm dargestellt, obwohl er auch hin und wieder gute Ideen einbringt. Sein Kleidungsstil ist an dem von Magnum angelehnt, ein Privatdetektiv in einer gleichnamigen Serie, welche vor dem Release ausgestrahlt wurde. Chip trägt nämlich ein ähnliches Hemd wie Magnum. Chip und Shep können echt unterschiedlicher nicht sein, weshalb es immer wieder zu Streitereien kommt. Doch auch durch ihre ganzen Differenzen können die beiden nicht ohne. Beide vermissen sich sehr schnell, wenn sie getrennt sind. In den meisten Fällen können sie sich auch wieder vertragen. Doch bei einem wären sie sich nie einig, den ewig gehenden Konkurrenzkampf um Trixie. Trixie ist das einzige weibliche Mitglied aus der Truppe. Anders als Chip und Shep, welche Streifenhörnchen sind, ist sie eine Maus, welche einen sehr eigenen Kleidungsstil hat. Sie trägt was immer ihren Overall, welcher fast ihren ganzen Körper bedeckt. Ihre Brille, welche sie oft auf den Kopf trägt, und ihre blonden Haare. Oft sieht man sie in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel oder anderen Werkzeugen. Und genau das ist ihr Talent. Sie ist ein echtes Erfindergenie und kann wirklich aus fast allen irgendwas bauen. Oft braucht sie nur ein paar Schrottteile oder irgendeinen Müll, den sie verwenden kann, und schon baut sie in handumdrehenden Erfindungen
sodass die Truppe schnell weiterkommt und immer wichtige Hilfsmittel bekommt, mit welchem sie den Fall lösen können oder Gefahren entkommen können. Ihre ganzen Alltagserfindungen bestehen wirklich nur aus Gegenständen, welche wir jeden Tag sehen, wie Flaschen, Flaschendeckel, Luftballons, Flaschenöffner und. Neben ihrem Talent wirkt sie an sich sehr freundlich und nicht wirklich zickig. Sie versucht immer den Leuten zu helfen und glaubt immer an ihre Fähigkeiten, schnell aus allen Alltagsgegenständen etwas Hilfreiches zu bauen. Auch wenn sie eher pazifistisch agiert und versucht Gewalt zu vermeiden, sieht man sie manchmal etwas mürrisch, wenn sie etwas belastet. Sie nutzt auch oft ihre Weiblichkeit, um andere männliche Feinde zu bezirzen und so als Ablenkung zu dienen, weshalb sie sich manchmal auch komplett äußerlich verändert und ein gänzlich anderes Aussehen annimmt. Sie ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Mitglied der Truppe, da ohne ihr technisches Wissen und ihre Erfinderkreativität die Truppe echt aufgeschmissen wäre. Die zweite Maus im Bunde ist der dicke Samson, welcher in seiner Vergangenheit schon so einiges erlebt hat. Er war ein Abenteurer und hat bereits auf der ganzen Welt verschiedene Abenteuer erlebt. Er ist auch für seine Stärke bekannt und löst viele seiner Probleme mit Gewalt. Er ist sehr furchtlos und hat selbst gegen die größte Katze keine Furcht. Er hat stets seinen blauen Rollkragenpullover an und seine beigefarbene Jacke. Er hat zudem einen ziemlich offensichtlichen Schnauzbart und eine Fliegerkappe, welche zu seinen Markenzeichen gehören. Auch wenn er oft seine Kraft sprechen lässt, scheint er dennoch immer etwas Vernunft in die Bande zu bringen. Vor allem, wenn die beiden Streifenhörnchen sich wieder in die Wolle haben. Er ist immer für seine Truppe da und gibt alles, um diese zu beschützen. Jedoch hat er dieses gewisse Problem, welche ihn und alle anderen oft mächtig in Schwierigkeiten bringt. Nämlich ist er sein Käseinstinkt. Und zwar immer, wenn er nur den Geruch von Käse in der Nase hat, verfällt er in diesen hypnotisierten Zustand und schwebt im wahrsten Sinne des Wortes dem Geruch nach und findet so immer zum Käse. Dabei ignoriert er einfach alles, was in seinem Weg ist, egal ob Freund oder Feind, er lässt alle links liegen. Und wenn er den Käse gefunden hat, isst er so lange, bis kein Käse mehr übrig ist. Eine Eigenschaft, welche für die anderen sehr, sehr anstrengend ist und welche er selbst nur schwer kontrollieren kann. Doch auch wenn er klein ist, darf er nicht vergessen werden. Die Fliege Somi und der beste Freund von Samson ist ein hilfreiches Truppenmitglied. Er kann, wie eine Fliege es eben kann, fliegen. Und das ist sehr vom Vorteil, da er so an Dinge rankommt, wo die Rettungsgruppe nicht so leicht herankommt. Zudem ist er durch seine winzige Größe sehr schnell und kommt durch Gänge und Gebiete, in welchem er dann gewisse Dinge erledigen kann, um das Retterduo zu unterstützen. Er ist sehr loyal, gerät aber auch oft in Panik, wenn etwas passiert. Er versucht immer hilfsbereit zu sein, auch wenn er manchmal etwas Selbstzweifel hatte, da er einfach sehr klein war. Dennoch ist er, wie die anderen, ein wichtiger Teil der Rettungsgruppe. Natürlich gibt es auch Antagonisten, welche der Rettungsgruppe zu schaffen machen. Davon gibt es 2 Hauptantagonisten und dann viele kleinere, welche je nur 1 bis 2 Folgen bekommen. Die 2, welche zu den Hauptantagonisten zähle, sind Professor Nimnull oder Alcazone. Nimnull ist dieser typische böse Wissenschaftler, welcher immer wieder versucht, mit seinen ganzen Erfindungen seine bösen Pläne in die Tat umzusetzen. Dabei baut er diese in sein Labor, welches aussieht wie ein Observatorium. Dann gibt es auch Alcazone, bei dessen Namen ich immer automatisch an das Gericht Calzone denken musste und umgekehrt. Oder bin ich der Einzige, dem es so ergangen ist? Der fette Kater versucht mit seinen Handlangern immer seine eigenen Ziele und Pläne in die Tat umzusetzen. Er ist eine übergroße Katze, welcher stets eine elegantere Kleidung trägt. Er scheint relativ intelligent zu wirken und weiß genau, was er macht. Allerdings sind seine Handlanger nicht die hellsten, weshalb sie oft ein Grund sind, warum nicht alles funktioniert. Sein Vorhaben wird allerdings immer von der Rettungsgruppe zerschlagen, genau wie die von Professor Nimnull. Zudem gibt es in den anderen Folgen zahlreiche unterschiedliche Kriminelle, welche alle unterschiedliche Ziele haben. Und genau das führt zu den Handlungen. Nämlich sorgt diese Anzahl an verschiedenen bösen und kriminellen Figuren für sehr viele verschiedene Handlungsstränge sorgen. Zudem sind die Handlungen auch oft an verschiedenen Orten. Zwar befinden sich die Fälle oft in der Stadt, in der sie leben, aber es werden auch sehr häufig Orte genutzt, welche für viel Abwechslung sorgen. So gibt es Folgen, welche in der Wüste spielen, im Dschungel, auf Inseln, in Wäldern, in Fabriken, auf den Meeren und. In Chip und Chap, Ritter des Rechts, ist keine Folge wie die andere. Jede Folge fühlt sich immer komplett anders an und es wirkt nicht so, dass alte Ideen komplett recycelt wurden. Zudem wird in jeder Folge ein Mitglied der Rettungsgruppe besonders behandelt. Oft spielen dabei ihre Eigenschaften eine Rolle. So geht es in einer Folge um die Käsebesessenheit von Samson oder um seine Vergangenheit als Abenteurer an gewissen Orten. In anderen Folgen geht es mehr um Trixie,
welche ihren Erfindergeist komplett verliert oder welche, wo sie nur noch pazifistisch handeln will, was wohl doch nicht so gut funktioniert hat. Bei Chap kommt das ebenfalls häufig vor, insbesondere da er meistens Chaos verursacht, durch seinen freudigen Sinn an Alphas Spaß macht. So kommt es durch ihn öfters dazu, dass er Superkräfte bekommt, dass er neue Freunde findet, welche er helfen will oder auch, dass er unter Gedächtnisverlust leidet. Sogar Sumi bekommt Folgen, in welchem oft er thematisiert wird. So wird in einer Folge auf seine Größe eingegangen, weshalb er in dieser Folge enorm wächst durch eine Erfindung von Professor Nimnol, was auch Vorteile hatte. Oft stehen aber diese Konflikte mit anderen Nebencharakteren in Verbindung, welche nur in einer Folge erscheinen und diese oft die Handlungen eines gewissen Charakters beeinflussen, wie beispielsweise Samsungs Vater bei Samsung oder die Laborratte bei Trixie oder die Fledermausdame bei Chip. Und genau das mag ich an der Serie. Sie ist so wunderbar vielfältig. Und dann gibt es noch die Jokes. Die Serie hat doch einige Comedy-Aspekte, welche einen guten Ausgleich sorgen im Verhältnis zu den ganzen Ermittlungen und Abenteuern. Es ist aber eher so ein auf Kinder gerichteter Humor, bei welchem ich mich ein paar Mal lachen musste. Oft bringt Chap den ganzen Spaß herein und sorgt für etwas Auflockerung, was den Humorfaktor immer wieder etwas anhebt. Die Zielgruppe der Serie ist wahrscheinlich an 6- bis 14-Jährige gerichtet. Allerdings würde ich sagen, dass es hier keine feste Zielgruppe gibt. Jeder kann die Serie ohne Probleme anschauen, ohne dass es viel zu viel vom Kindischen hat. Das ist aber auch allgemein bei vielen Disney-Serien der Fall, welche zu dem Zeitraum produziert wurden. Alle sind ohne Probleme heute noch schaubar und lohnen sich auf jeden Fall. Dabei ist es egal, wie alt man ist. Und das ist eines der wichtigsten Dinge bei einem Cartoon. Dass es einfach problemlos für Personen unterschiedlicher Altersklassen ansehnlich ist. Schlussfolgerlich kann ich sagen, dass Chip und Chap, die Ritter des Rechts, auf jeden Fall eine sehenswerte Serie ist. Da die Serie auch kaum einen roten Faden hat, bis auf das 5 Folgen lange Special, ihr größter Fall, welches ich gerne noch in einem extra Video behandeln würde, kann man auch irgendeine Folge anschauen, ohne das Gefühl zu haben, irgendwas verpasst zu haben. Ich bin froh, dass ich die Serie wieder anschauen konnte, da in dieser auch sehr viel Nostalgie für mich drinsteckt. Eine gute Serie aus der guten alten Zeit. Und mit diesen Worten beende ich auch diese Cartoon-Analyse zu Chip und Chap, Ritter des Rechts. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diese so fandet. Na dann, bis zum nächsten Mal, euer Johnny. Bye bye.